Und damit hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von Breaking. Diesmal sind wir beim großen Preis von Kanada. Während des Rennens. Kasper, Jackson ist schneller als du. Wir müssen ihn vorbeilassen. Hast du gehört, Kasper? Lass Jackson bitte vorbei. Ich verstehe nicht ganz. Du kannst den Platz zurückhaben, wenn er nicht weiter nach vorn kommt. Ist der schneller? Ja, er ist hinter dir, Kasper. Bitte bestätige, dass du ihn durchlässt. Er ist nicht nah genug. Komm schon, Kasper. Das kann ja was werden. Ah, doch keine Kollision. Kasper, sei jetzt nicht so. Er ist nicht schneller. Die Anweisung kommt vom Team. Verstanden, Kasper? Er ist nicht schneller. Was machen wir jetzt? Wir dürfen Aiden nicht vorbeilassen. Gut, gut gemacht. Vorbei schön an Lando Norris. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen. Wir werden es vielleicht nicht schaffen, an Norris vorbeizukommen. Dann kommen wir als 8. ins Ziel vor Jackson. So, das Rennen ist vorbei. Pass auf dein Auto auf, während du reinkommst. Da fragt man sich schon, was bei Aston Martin hinter den Kulissen vor sich geht. Die Rivalität zwischen diesen beiden Fahrern will nämlich einfach nicht enden. Ja, wie viele Punkte da wohl noch verschenkt werden? Ich glaube, Aston Martin hat ein Problem, das unbedingt gelöst werden muss. Ich weiß nicht wie, aber sie müssen etwas unternehmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was letztes Jahr in Mexiko passiert ist, als die beiden sich gegenseitig aus dem Rennen gekegelt haben. Wie lange noch, bis sich das wiederholt? Ja, Stefan, es gibt da eindeutig ein Problem. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Was war das? Hey! Lass mich. Nein! Du wirst mir das jetzt erklären! Hau ab! Warum zum Teufel bist du so? Du denkst, ich bin das Problem? Du lässt mich nicht vorbei! Du sprichst nicht mal mit mir! Du willst Respekt, dann zeig Respekt! So läuft das! Und das sagst ausgerechnet du? Du musst ihn dir erst verdienen! Und was soll ich dafür tun? Sag's doch einfach! Mir da draußen Platz verschaffen! Was ist dein Problem? Ich versuche zu gewinnen. Oh, und das macht dich besser? Du bist ein Albtraum. Schon okay. Naja, lange musst du es mit mir nicht mehr aushalten. Was soll das schon wieder heißen? Ich hab die Schnauze voll von diesem Mist. Ich hör auf. Du, was? Ich werde zurücktreten. Was? Was? Kasper! Kasper! Okay, also es geht gleich weiter mit Kapitel 11, oder? Nein. So, da sind wir jetzt im Büro nach dem Kanada-Rennen. Es ist rausgekommen, Kasper Ackermann wird aufhören, weil jemand das gefilmt hat. Jetzt wissen es alle. Ihr könnt ja nochmal vielleicht die Sachen hier lesen. Ich gehe mal schnell durch. Ihr könnt ja Pause machen und
vielleicht das anschauen, wenn ihr wollt. Okay. Okay, Vertragsverlängerungen. Lukas Weber wieder mal mit einem E-Mail. Okay, dann war das mit. Nein, das. Ja, das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.